Und haben Sie auch einen Hund und waren heute Morgen vielleicht schon fleißig Gassi gehen, dann könnte es sein, dass Ihr Vierbeiner ja auch ein bisschen Spaß hatte, zum Beispiel auf der Schaukel. Gassi und Schaukel, das ist, klingt komisch, aber das ist die beschwingte Welt von Max und Ruby. Max und Ruby fühlen sich pudelwohl. Auf diesem Spielplatz sind sie jeden Tag schaukeln und genießen die Sonne. Die beiden führen wahrlich kein Hundeleben. Herrchen Karl ist stolz auf seine Schützlinge und knipst sie bei jeder Gelegenheit. Das sind meine Kinder, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe keine eigenen. Ich liebe sie über alles. Die beiden Pudel leben in Florida. Im Netz sind sie berühmt. Täglich verfolgen tausende Fans ihren nicht ganz so gewöhnlichen Hundealltag. Die Fotos sind für einen guten Zweck und sollen den Menschen einfach nur Freude bringen. Karl ist Tiertrainer und inszeniert Max und Ruby in typisch menschlichen Situationen. Doch das sieht einfacher aus, als es ist. Die Tricks brauchen viel Vorbereitung. Ich habe alleine 2 bis 3 Wochen gebraucht, damit er bequem in einem Stuhl sitzen kann. Wir haben mit dem Training angefangen, da war er erst 10 Wochen alt. Danach konnte er gerade sitzen. 30 Sekunden posieren die Hunde für jedes Foto. Jetzt habt ihr einen Hund, der mit einem anderen Gassi geht. Darüber freuen sich Millionen von Menschen. Doch Max ist nicht nur Fotomodel, er arbeitet auch als Therapiehund und besucht ehrenamtlich jede Woche eine Grundschule. Die Kinder kennen ihn als Superdog Max. Und was er hier macht, ist wirklich was ganz Besonderes. Er hilft lernschwachen Kindern beim Lesen. Er kritisiert sie nicht oder korrigiert sie, er gibt keine Widerworte. Er ist einfach nur da, um gestreichelt zu werden und Bilder anzuschauen. Das entspannt die Kinder, sodass sie aus sich herausgehen und so gut wie möglich lesen. In Gegenwart von Lehrer Max tauen auch die schüchternsten Schüler auf. Ob am Tisch oder ganz relaxed im Einzelunterricht. Der Vierbeiner zeigt Engels Geduld. Ruby! Hello! Ruby! Hello! These are my 2 children, literally. Don't have any children, so these are my children. Love them with all my heart. That's a good boy. That's a good boy. Stay. Good. Stay. Hey, you both are being very good. It took me originally anywhere from 2 to 3 weeks to get him to actually sit comfortably in a chair. And that was probably when he was 10 weeks old. So within, I'd say, 2 to 3 weeks after he was that young, he was able to sit up straight. Stay, stay. Now you have a dog walking another dog and millions of people getting happiness out of it. He's not going to judge them. He's not going to correct them. He doesn't even talk back. He's just there to pet and look at the pictures and provide a relaxing environment for them to feel like it's okay to open up and to read as best they can. Yeah. Oh, good boy. Good boy. Sniffed the apple. But she did not like happy. He is a good listener because he's listening. It's really fun because most dogs don't do this. Mm-hmm. And he can sit up. Alright, guys. Okay.